Okay, sie macht diesen Ziehen bloß nicht. Das wird's nicht. Erwischt? Ja, sehr schön. Guck mal, erwischt. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Es hängt hier ein bisschen. Also, es ist, glaube ich, so beabsichtigt. Hey, was ist das denn? Warum geht das nicht? Drei von vier Flaggen. Eine Flagge fehlt noch. Irgendwas stimmt gerade hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht, oder? Okay, hier gibt es noch einige Dokumente, die wir einsammeln müssen. Ist noch was? Ja, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwas ist hier faul mit der Kamera. Ja, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ja, irgendwas stimmt hier mit der... natürlich, jetzt müssen wir mal gucken, ob das gespeichert hat. Ja, immer stimmt mit der Kameraperspektive nicht. Okay, wir müssen nochmal neu laden. Ich finde den dritten Teil am besten. Hier von Tomb Raider jetzt, oder? Oh, jetzt geht's wieder. Von Tomb Raider? Ist der dritte Teil mit diesem Schnee? Mal können wir vielleicht mit einer Schrot? Warte mal. Okay, das funktioniert so nicht. Wie ich mir eigentlich dachte. Ja, also die Frage ist, ist der dritte Teil der mit dem Schnee-Level? Das mit dem Schnee ist zwei. Ah, okay. Der zweite Teil ist mit dem Schnee. Da freue ich mich ja mega drauf. Weil ich Schneelevel, also Spiele mit Schnee, wo man halt Schnee hat und so, finde ich immer sehr interessant. Anhand dieser Fußabdrücke und alles, ne? Ob die Entwickler halt diese Fußabdrücke und alles so mit reingenommen haben. Das finde ich halt immer sehr interessant. Okay, das andere ist alles da drinnen, ne? Aber wie kriegen wir das denn hier kaputt? Setzt der Verbesserte? Nee. Okay, wir müssen das irgendwie da rüber kriegen, ne? Naja, gut. Da wird es wahrscheinlich mit dem Weg. Oh, da war noch was, ne? Ach, scheiße. Ach, kacke. Okay, wir müssen nochmal rüber. Da gibt es wahrscheinlich noch irgendwas, was wir suchen können. Achso, nee, doch nicht. Gar nichts. Na gut. Warum kriege ich das da drüben nicht rausgezogen? Warum hat der Typ mir überhaupt noch nicht diesen Flaschenzug gegeben? Ja, und was machst du jetzt so mit dem Urlaub? Außer hier zuschauen. Hast du irgendwas geplant im Urlaub? Fährst du weg oder was? So, dann wollen wir auf den Tanker. Mal sehen. Was da erwartet. Das hört keiner nicht. Das hat keiner gehört? Na gut.
Ist halt Katzenlava, ne? Ihr zwei, bereitet die Fracht zum Transport vor, wenn ihr damit fertig seid. Oh, das ist ein Bulle. Das ist ein Bulle, du. Aus dem Weg. Ich mach das. Der hat so eine Seildings, der Bumster. Aha. Das brauchen wir, das Teil. Ich bleibe daheim, zocken und chillen. Achso, naja, ist auch egal. Muss man auch machen, Digga. Das Teil brauche ich. Dann kann ich diese Sachen ziehen. Was zum Teufel machst du da? Kannst du das aufmachen und mir helfen? Was zur Hölle? Wir haben keine Zeit. Oh, da könnt ihr gutes Zeug machen. Vergiss es, wir müssen die Quote erfüllen. Deine Waffen sind nutzlos! Echt, ja? Okay, die Frage ist jetzt. Stirb, du Dreckschwein! No. Stirb, du Dreckschwein! Oh, ganz schön brutal, Diggi. Oha. Das war ganz schön brutal. Jetzt habe ich aber das Teil. Das ist das Wichtigste. Die baue ich natürlich an meinem Bogen. Ganz klar. Kein Problem. Einfach rangebaut. Ja, das war ein Bossgegner anscheinend. Aber den haben wir platt gemacht. Da dreimal mit der Schrot rein, ne? Und dann im Gelände, würde ich sagen. So, gut, dann können wir das da ranziehen. Gute Sache. Und hast du eigentlich bei Elden Ring schon viele Koop-Spiele gemacht oder haben dich auch schon viele invaded oder sowas? Oder spielst du generell immer offline, damit halt sowas nicht passiert? Letztens habe ich gedacht, dass mich irgendein Online-Spieler invaded hat bei Elden Ring. War aber nicht so, sondern das ist bei dieser Höhle ist es automatisch so. In dieser Höhle ist das automatisch so. Es ist so viel passiert. Bei dieser Höhle ist es automatisch, dass da so ein Gegner kommt. Und dann kriegst du auch noch Hilfe von so einem anderen NPC. Dafür musst du aber erstmal komplett zurückrennen. Habe ich ja dann auch gemacht. Hat ja dann auch Hilfe. So, okay, wir müssen da hinten. Du bleibst hier. Das ist ein Napalm. Also eigentlich sollte einer reichen. Ne? Ein Napalm sollte eigentlich reichen. Nix hat, finde ich, an den Spielen und an diesen Abläufen und sowas alles oder Zwischensequenzen, da sind die verdammt nochmal richtig gut, ne? Wir erinnern uns Final Fantasy und sowas, ne? Erinnert euch an Final Fantasy 10 und so und die Zwischensequenzen und das alles, ne? Oder diese Handlungen, ja? Das ist immer so, wird immer so geil von den Leuten gemacht, ja? Oder Final Fantasy 7 und sowas alles. Oder Kingdom Hearts, ne? Auch von Square Enix. Und auch wenn viele sagen, das neue Marvel-Game, das eine Marvel-Game, was wir bekommen haben, ist halt scheiße. Clara, heilige
Spielprinzip ist wahrscheinlich nicht so open, ist nicht so geil. Ja, das muss ich auch sagen. Ja, weil es immer die gleichen Level-Konstrukte, also immer die gleichen Level sind, ja. Du musst entweder das beschützen, musst zu A oder B rennen, da was abholen, hinbringen, da wieder beschützen, kleine Bereiche einnehmen, halten, ja, Capture the Flag und sowas alles. Das ist wirklich alles ein bisschen gleich bei dem Aave-Spiel. Aber von der Optik her und von den Zwischensequenzen her ist es wirklich geil gemacht, ja. Aber da kommt ja auch zur Zeit ja kein Input mehr, ne? Das letzte, was wir hatten, war dieses Hawkeye-DLC. Und zwar jetzt das letzte und so weiter. Aber im Grunde... Verdammt. Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie darauf, um sie freizukriegen. Das jetzt so nicht sein. So. So, da. Ah, okay. Okay, muss ich erstmal darüber schieben. Andere Spieler können dich nur invaden, wenn du Koop spielst, aber ein Item benutzt, dass die jemanden. Darf. Ansonsten wird dir niemand mehr denken. Ah, okay. Wie kriege ich das jetzt dorthin? Achso, warte mal. Ich muss in die mittlere Schiene. Der ist zu weit, Junge. Das ist zu weit. Warte mal. Kriege ich das da hier rüber? So komme ich da ran, genau. Ja, du brauchst, glaube ich, so einen Finger, ne? So einen blutigen Finger oder sowas. Die Lara ist so krass, ne? So tough, ne? Die ist so tough, ne? Wie krieg ich das jetzt? Hä? Ach Quatsch. Das wieder in eine Ausgangsposition bringen. So, und dann kriegen wir es da wieder ran. Aber so an sich auch diese Spielmechanik von diesem Tomb Raider, ne? Das geht alles so. Das ist irgendwie alles. Das stimmt irgendwie alles. Also das okay, das ist ein bisschen übertrieben mit dem Runterfallen, mit den Explosionen, so, was die halt überlebt und so weiter und was sie alles so durchmacht und alles ja, überlebt und klar macht, ne? Nichts gebrochen oder sonst dergleichen. Das war's wohl mit dir. Aber an sich, diese Spielmechanik. Diese Spielmechanik und diese Aufnahme sind schon recht ineinander. Also die greifen sehr gut ineinander und ich finde das schon gut. Ich komm nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Stimmt. Manchmal überhaupt gar nicht. Gar nicht. Die anderen fliegen auf uns. Guck dir nicht so auf die Brüste, Mensch. Du Nerd. Immer dieses Gafferei, ne? Jetzt. Aber ich hoffe, dass der Ton soweit passt. Oh, guten Sound.
gesehen. Wir haben einfach nur Werkzeug bekommen. Geil, man kann sich damit hochziehen auch noch. Da muss man nicht klettern, das ist ja auch cool. Da kann man viel schneller das Seil hoch. Machen wir ehrlich. Wissen Knutscher hätte sie noch geben können oder sonst dergleichen, dass er wenigstens, ja, glücklich stirbt. Es darf niemand mehr sterben. Aber, ja, das sagst du immer. Aber so... Das ist echt traurig für den Jungen. Das ist ja echt traurig. Finde ich cool mit dem Teil, dass man da jetzt sich... Da ist noch was. Sammeln wir gleich mal ein. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen, Lara. Lara. Lara, Larry Levert. Ah, siehst du, Larry müssen wir auch noch spielen. Larry the Levert. Hier, wo ist er? Larry müssen wir auch noch spielen. So, da haben wir das. Ja, wie gesagt, die ganzen Zwischensequenzen, das passt alles soweit, ne? Jetzt hat sie natürlich hier nur eine Tasche oder irgendwas. Tagebuch. Wenn die Brüste noch weiter rausgedrückt. Sexistische Scheiße. Da spielen sehr viele Elden Ring, ne? 1, 2, 3. Gut, dann wollen wir mal. Bin ich in stehen geblieben? Na, ist aber egal. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontroll. So, kehren Sie zum Lager zurück. Wir müssen natürlich einige Sachen hier noch einsammeln. Ich brauche Antworten. Ja, ich brauche Antworten, du. Wenn wir einige Sachen hier machen. Fertig machen. So sieht's aus. So, jetzt kriegen wir natürlich auch dieses Teil da oben auf. Dadurch können wir natürlich weitere Bereiche sehen. Wir können sogar in den einen Grab mal rein. Ich lasse was aufhaben. Das ist ein Tempo-Zuho. Ein Tempo-Zuho. Schauen wir mal. Also das andere war da oben, okay. Ja, wenn wir schon mal hier sind, dann werden wir das gleich mal einsammeln alles. Hier oben sein. Wahrscheinlich die Kamera wieder rumspinnen, oder? Da oben liegt es gerade. Ist das? Da haben wir es doch. Warum habe ich das vorhin nicht gefunden? Ist auch egal. So, dann haben wir erstmal alles, was wir brauchen. Dann müssen wir erstmal wieder dort zurück. Das ist hier hinter drin. Natürlich die Frage, ob wir. Kommen wir da überhaupt rein? Liegt da auch noch was? Genau hier vor unserer Nase haben wir wieder. Haben wir auch nicht entdeckt. Jetzt würde ich doch mal kurz nochmal schauen. Wir sind ja eben durch ein Loch gekommen, ne? Vielleicht bin ich da auch einfach nur falsch abgesprungen. Das müsste nämlich hier die Schatzkarte sein.
Da sehe ich es auch einfach. Ah ne, das ist hier das Loch. Ja, wir gehen trotzdem nochmal gucken. Wer ist sicher? Komm mal. Ne, okay. Ne, wir gehen trotzdem nochmal oben gucken. Sicher ist sicher. Ich will es wirklich nicht. Theoretisch müsste es dort. Theoretisch müsste es hier unten sein. Das ist da draußen. Da irgendwo muss es sein. Doch hier erstmal rein. Das ist da unten. Okay, ne, müssen wir doch den Weg runter und dann. Brackie.